der Leichnam da. Das müssen Sebastians Überreste sein. Interessant. Laut Priest starb er als Letzter. Hätte sich erschossen, als die Hoffnung schwand. In Wahrheit schlug ihm jemand den Schädel mit einer Hacke ein. Es war kein romantischer Suizid, sondern eiskalter Mord. Außerdem gibt es hier keine Geisterfessel. Und hier, wieder dieses Zeichen. Keine Geisterfessel? Warum ist er dann nicht verblichen und wie alle anderen zu einem Schemen geworden? Sebastian hat Helen einen Bären aufgebunden. Seine markante Brustverletzung war ein Teil der Geschichte. Das war alles nur eine Lüge. Ich zweifle langsam am Geist des Lieutenants. Er könnte ein Abbild von Sebastian sein, um zu Helen zu gelangen. Vielleicht auch zu Pennington. Kein Schemen. Etwas Höheres. Aber was? Und weshalb? Sebastian ist eine Puppe. Ausgestopft mit gestohlenen Erinnerungen. Geschaffen von dem, was hier unten lauert. Er ist... Helens Lebenskraft aus. Wir müssen es ihr sagen. Helen hin oder her. Zuerst müssen wir den Puppenmacher finden. Stärkung! Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Hier wurden sie krank, verirrten sich in der Dunkelheit. Und so starb einer nach dem anderen. Wir werden bald hier raus sein. Wir beide. Mein inneres Kind hätte dich gern nah bei sich.
Ich weiß, der Gestank ist schon längst verflogen. Aber ich könnte schwören, dass ich ihn immer noch rieche. Sie haben die Sonne nie wieder gesehen. Der Gedanke macht dir Angst. Ja. Wir kommen näher. Das ist passabel, wenn ich mal die Füße hochlegen will. Stimmen von Toten klingen hier nach. Man hat mich hier zum Verrotten zurückgelassen. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Diese Ketten, ein Echo, glaube ich. Eine lebhafte Erinnerung der Toten ist irgendwo hier. Was bist du? Du? Nein. Nein! Was sich hier auch herumtreibt. Pennington verleiht ihm Leben. Die Frau, die er einsperren ließ, könnte sie das sein? Ihre Wut, die alles umfasst? Der Geist? Der Bestie innewohnte. Kate wäre beinahe vor Furcht gestorben. Sie hat sie Deborah genannt, weißt du noch? Ein weiterer Geist, der den Zorn niederer Schemen kanalisiert. Das kann kein Zufall sein. Oh.
Kannst du ihn sehen? Noch nicht. Was passiert, wenn wir es tun? Ihr seid Deborah, nicht wahr? Pennington hat euch verhaften und in Ketten legen lassen. Arme Deborah, eine kaputte Puppe, weggesperrt und vergessen in der Finsternis. Ist sie von den schweren Garten? Wenn wir es tun, sprecht ihr dann mit uns? Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Nächstes Mal klappt's. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Ihr seid auch dafür verantwortlich. Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Nutz meine Trustwell. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Gib mir ein Zeichen! Verdammte Ketten! Ich brauche ein Zeichen! Komm hierher! Willst du alleine Spaß haben? Hab dich! Ich kann die Schwäche nicht wieder sehen. Nutz meine Kraft, Red. Nutz meine Kraft, Red.
Red! Die Dunkelheit, sie verzehrt mich! Sie frisst mich auf! Führ mich zu dir! Ich jag euch alle zum Teufel! Konzentrier dich auf meine Stimme. Wo bist du hin? Beeil dich! Ich bin bereit. Danke. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Meine Kraft, Red. Ich werde dich hoch. Scheiße, das ist sinnlos. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Es ist vorbei. Geht in Frieden. Kein Frieden, keine Gnade, nichts als Finsternis und Verfall. Nein, es muss aufhören und ihr müsst es beenden. Finsternis und Verfall und die Worte eines Wahnsinnigen, eines widerwärtigen Menschen. Wessen Worte? Penningtons? Eines widerwärtigen Menschen. Wenn die unerträgliche Stille zur finsteren Nacht wird, wird die leiseste Stimme als der Anbruch eines neuen Morgens gefeiert. Deborah.
Ich will nie wieder eine Mine von innen sehen. Können wir jetzt hier raus? Wie geht das Sprichwort? Ein Puppenspieler. Die vielen Toten auf unserem Weg wurden alle von seiner Pein kontrolliert. Ganz besonders Sebastian. Den Bergarbeitern widerfuhr Unrecht, aber die Frau, die Pennington einsperrte, ist die Ursache. Also, was nun? Pennington hat Deborah eingesperrt, um ihr Leben bettelnd. Nach ihrem Tode ignorierte er sie. Eine Schande für uns alle. Aber Helen Preece ist einem betrügerischen Geist hörig. Ihr ist ebenso wenig zu vertrauen. Am Ende müssen wir uns jedoch für eine Seite entscheiden. Der Rausch nach einem Kampf. Geld vorbei. Du denkst an Sebastian, richtig? Du weißt, dass ich bin, nicht wahr? Dass ich keine Puppe bin? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Auch wenn mein Kopf widerspricht, tief in meinem Herzen bin ich mir sicher. Frische Luft. Endlich. Du hast dich da unten wacker geschlagen, junger Lehrling. Danke, Meister. Nein, lang überfällige Gerechtigkeit. Wartet! Seid ihr nicht in den Minen umgekommen? Bald liegen wir alle tot in diesen Minen. Kein Wort mehr aus deinem Mund. Und wehe, du bewegst dich. Die Minen wurden von ihrem Wahnsinn befreit. Ganz im Gegenteil zu euch, wie es scheint. Ihr habt das Wesen in der Grube verbannt? Wirklich? Es ist weg. Ja,
Der Puppenspieler ist Geschichte. Die Belagerung ist zu Ende. Aber freut euch nicht zu früh. Ihr steckt immer noch bis zum Hals im Dreck. Ihr müsst für eure Taten gerade stehen und für alles, was ihr nicht getan habt. Zivilisten bin ich keiner Rechenschaft schuldig. Und Meuterern ebenso wenig. Aber den Toten seid ihr es. Einst flehte euch eine Frau in Ketten an und ihr habt ihr Flehen ignoriert. Deshalb seid ihr verflucht. Gesteht, eure Zukunft und die Zukunft vieler anderer hängt davon ab. Ich gebe zu, es gibt keine Zukunft. Und dass ich uns hierher führte, um unser letztes Gefecht zu kämpfen. Aber wir sind standhaft. Auch das gebe ich zu. Und das ist mir zu verdanken. Wir sterben einer nach dem anderen. Dann trauern wir. Wir schüren den Zorn. Aber wir bleiben standhaft und treu. Selbst die Witwen müssen das. Ihr kauert in Furcht, während die Menschen sterben. Soldaten werden einem Feigling nicht lange folgen. Ich fürchte keine Zukunft, die bereits geschrieben steht. Die Würfel sind gefallen. Ich kauere nicht. Ich stehe fest. Ich halte die Stellung und sehe, wie das Ende näher rückt. Es steckt mehr dahinter. Eine ältere Schuld. Eine tiefere Furcht. Captain, warum habt ihr Sebastian Priest in die Mine geschickt? Ich wusste, dass die Quarantäne hart werden würde. Ein kompetenter Kommandant musste für Ordnung sorgen, um sie bis zur Genesung am Leben zu halten. Ich wählte meinen Lieutenant. Das war ein Fehler. Er war nicht kompetent. Sie sind alle gestorben. Euer Gatte war kein Held, Mrs. Priest. Erst bringt ihr ihn um und wollt ihn nun auch noch seiner Ehre berauben? Ein weiterer wohlverdienter Sargnagel, Captain. Also, Helen, die Sache ist die... Nicht jetzt. Sie ist noch nicht so weit. Wir bringen Antworten, während ihr eine waschechte Meuterei anzettelt. Wieso gerade jetzt, Helen? Sebastian kehrte verstört zurück. Ich dachte, er hätte euch tot in den Minen zurückgelassen. Eure Mission war gescheitert. Ich konnte nicht mehr warten. Vielleicht seid ihr für die Tragödie in den Minen verantwortlich, Pennington. Vielleicht auch nicht. Aber der Puppenspieler wollte euren Tod. Vor einigen Jahren habt ihr eine hiesige Frau der Hexerei bezichtigt. Ihr habt sie eingesperrt. Der Puppenspieler war recht erzürnt deswegen. Nun ist der Würfel endlich gefallen und zeigt die schicksalhafte Zahl. Ich werde die Geschichte erzählen. Ganz und gar. Ihr zogt ihren Namen durch den Dreck in dem Wissen, dass es eine Hexenjagd geben würde. Warum tatet ihr das? Ich habe sie nicht verleumdet. Es war die Wahrheit. Sie war verdorben. Sie war böse. Und sie war die Lehrerin unserer Kinder. Jemand muss an die Kinder denken. Das ist Schwachsinn, aber er scheint davon überzeugt zu sein. Wir kommen der Wahrheit näher. Ihr habt sie in Ketten gelegt und ins Gefängnis geworfen. Ihr habt ihr ihre Würde genommen. Ihr habt sie im Puppenspieler wiedererkannt, richtig? Was war das? Puppenspieler? Das war doch in den Minen, nicht? Ihr habt's gewusst. Gebt es zu. Seit wann? Wie lange wusstet ihr es schon? Was ich weiß und ihr nicht, könnte eine ganze Bibliothek füllen. Sebastians Kontrolle über Helen ist gefährlich. Wenn sie das Kommando übernimmt, hat auch er das Sagen. Aber Pennington ist verdorben, unwert gerettet zu werden. Was meinst du? Ich glaube an Helen Priest. Eure Zeit ist vorbei, Captain. Vielleicht könnt ihr nun an der Aufarbeitung eurer Schuld arbeiten. Tut, was ihr müsst. Und lebt mit den Konsequenzen. Werft die Würfel. Das werde ich.
Ihr seid gescheitert, Captain. Als Offizier. Als Mensch. Ihr habt einen Fluch über die Einwohner von New Eden gebracht. Nein. Das Fort braucht einen Anführer, an dessen Händen kein Blut klebt. Ich tue es. Ich belege den mit Schuld, der es verdient. Hau Marv. Hau Gunjo. Das Leben den Lebenden. Tod den Toten. Zu viel gesehen, zu viel getan. Als Soldat, als Anführer, als Vater. Nieder mit der Tyrannei. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Wenn wir überleben wollen, dann liegt viel Arbeit vor uns. Aber wir werden überleben. Seien wir uns klar, hinter dieser Tür wurde Captain Pennington seiner Verbrechen für schuldig befunden und hingerichtet. Wir haben getan, was notwendig war. Welche Geschichte ihr daraus spinnt, ist eure Sache. Der Fluch des Albtraums scheint hier nun gebannt zu sein. Es ist getan.